So, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich ins Watt gehe, dann nehme ich mir was Ordentliches mit. Ich habe schon mal was zum Trinken dabei, will ja kein Nierenleiden kriegen. Aber darüber erzähle ich nachher was. Und dann habe ich ja meine Austern dabei. Die sind schon gut vorbereitet, sauber gebürstet und abgestrahlt. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man Austern aufmacht, dann aber auch, wie man Austern isst. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Und das Allerwichtigste, was ich dabei habe, Sicherheit geht immer vor, einen ordentlichen Handschuh, damit man die Auster auch wirklich richtig festpacken kann und auch ordentlich öffnen kann. Ich zeige euch erstmal, wie man eine Auster aufmacht und was daran so wichtig ist. Es gibt zwei Möglichkeiten, an der Seite oder vorne am Nabel. Wenn man jetzt so eine Auster nimmt und die Spitze zum Körper hin zeigt, man stellt sich vor, das wäre eine Uhr, dann sitzt bei 13.30 Uhr der Schließmuskel. Und den müssen wir knacken. Ich zeige euch mal, wie ich das mache. Rein, jetzt sitzt die richtig fest. Dann zack, einen Knack macht man. Dann hebe ich das so ein klein bisschen nach oben. Und dann geht man oben am Deckel schön entlang, so dass man die Auster möglichst nicht verletzt. Und dann gießt man das erste Wasser auch immer komplett ab. Und jetzt löse ich die Auster wieder auf, am Schließmuskel weg. Das frische Merkmal bei einer Auster ist, dass sie möglichst viel Flüssigkeit in sich hat, also Salzwasser. Das muss richtig schön glänzen, das muss glatt drin liegen. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, was macht man mit den Austern. Die einen sagen, nur pur Natur, alles andere geht gar nicht. Die anderen sagen, nein, das klebrige Zeug, das kann man so gar nicht essen. Das kann man nur püriert als Suppe essen oder als Soße oder gebacken oder überbacken. Das muss jeder nachher selber wissen. Aber wenn man einmal im Watt gestanden hat und die Austern wirklich vor Ort probiert hat, da kriegt man ein ganz anderes Gefühl dafür. Und schaut mal her, wie schön die da drin liegt. Wie das Permut in der Schale drin aussieht, fantastisch. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie man das macht. Wenn ich ins Watt gehe, dann nimmt man erstmal einen ordentlichen Teller. Das ist Meersalat. Ich nehme ihn jetzt als Dekoration, wo ich meine Austern jetzt gleich draufsetze. Rapiere das einfach mal so ein bisschen hin. Das sieht natürlich gigantisch aus. Man kann Pfeffer drauf machen, man kann Zitrone drauf machen. Ich mache auf die Schnelle eine Variante mit Apfel, Gurke und Ingwer. Dann schäle ich mal ein ganz klein bisschen Gurke. Auch das ganz einfach gemacht. Ich schneide einfach aus der Gurke feine Blättchen. Aus dem Apfel habe ich auch feine Blättchen geschnitten. Mach nur ein paar ganz kleine dünne Streifen. Voilà. Okay, ich habe jetzt ein bisschen Apfel genommen, Apfel geschält, feine Scheiben geschnitten, dann ganz feine Streifen. Gurke geschält, frische Salatgurke ohne Kerngehäuse. In Scheibchen, in ganz feine Streifen. Ingwer, Schärfe wollen wir da haben. Das können wir ganz einfach hier machen. Auf der ganz feinen Reibe drauf. Und da brauche ich ganz wenig von. Einfach ein ganz klein bisschen von dem Saft ran. Säure vom Apfel. Das Fruchtige bzw. dieses Gemüsige von der Gurke. Und vom Ingwer die Schärfe. Und salzig ist die Auster. So, einfach. Kleine Variante hier drauf. Ich habe extra meine Pfeffermühle mit eingesteckt. Ich finde das nämlich gut, so ein bisschen Schärfe. Eine lassen wir ganz natürlich und die anderen mit Apfel, Gurke und Ingwer. Was wären solche leckeren Austern ohne was zu trinken dazu? Ich habe Korsendonk mitgebracht. Das gibt es in Dunkel, aber ich finde in Dunkel, das ist viel zu schwer, viel zu kräftig. Und in Hell ist das wirklich fantastisch. Och, lecker. Und deine Auster hinterher, voilà. Zwei, dreimal durchbeißen. Und das Leben kann so schön sein. Viel Spaß. In meinem nächsten Video nehme ich euch mit in meinen Garten. Ich zeige euch mein Lieblingsrezept für einen köstlichen Wildkräutersalat mit Rettich-Vinaigrette. Oh, lecker.